Geh schon mal hoch. Was ist hinter der Tür? Wir sind im Geheimgänge. Wir sind im Weihnachtsland in Stützengrün. Hier hinten geht noch ein Geheimgang in den Stollen hinter. Und da ist eine Tür. Und eine Tür, und eine Geheimtür. Und hier ist viel los. Oh, viel los. Ganz spannend. Wir berichten gleich. Wir gehen jetzt die Treppe hoch. Eingangsbereich vorbei. Hier ist der Verkaufstresen. Da steht gerade zufällig der Chef. Und ganz viele Bürger denken, hier muss Eintritt gezahlt werden. Das ist falsch. Wird ganz viel angeboten. Es gibt einen freiwilligen Eintritt, aber es wird ganz viel angeboten. Und es kostet keinen Eintritt. Aber es ist nur schön, wenn jemand kauft dann. Hoch? Wir gehen erstmal hoch. Meine Lieblingsecke ist der lesende Weihnachtsmann. Für die Kinder. Jetzt gucken wir mal. Über 5000 Produkte sind hier angeboten. Ein Teil der Produkte werden hier selbst gefertigt, weil das Weihnachtsland hat eine eigene Schwibbogen- und Pyramidenproduktion. Trotzdem ist es so, dass es Engpässe gibt im Holzbereich und dadurch zu Ausfällen in der Produktion kommt. Allein die Vielzahl der Pyramiden ist faszinierend. Wir kommen gleich runter. So, jetzt haben wir verschiedene Themenbereiche. Unheimlich viele Pyramiden, unheimlich viele Schwibbögen. Sehr schöne Wandmalerei eines bekannten Künstlers, den ich schon kennengelernt habe. Und wie gesagt, von 2 oder 3 bis über 90 Jahre. Ist jeder herzlich willkommen und ganz viele Familien kommen hier mit 3 oder 4 Generationen. Und hier geht's zum Himmel. Wieder diese schönen Wandmalereien und das ist natürlich für die Kinder was ganz Besonderes. Jetzt haben wir auch noch Ferien. Jetzt kommen wir in den nächsten Schwibbogenbereich. Das Weihnachtsland.
Ja, eigene Weihnachtssterne mit einem patentierten System, anders als bei Herrnhut. Wir stellen das nochmal ins Netz, weil das wissen die meisten gar nicht. Ein patentiertes Stecksystem. Und noch ein großer Raum mit Schwibbögen. Wie gesagt, über 5000 Artikel. Und sehr, sehr schöne. Guckt euch das zum Beispiel mal an. Diesen Schwibbogen. Und hier geht es weiter. Eine Fülle. So. Hier haben wir das nächste Themenzimmer. Sehr schön. Hier wird der Weihnachtsmann gebadet und geschrubbt. Und natürlich auch die Räucherkerzen von Original Grottendorf und von Nox. Und natürlich auch, ganz besonders bekannt, direkt von hier, unser Lieblingsräucherkerzen. Wieder hier unzählige. Artikel, Pyramiden. Das Weihnachtssand ist Spezialhändler von Hubrich und mittlerweile auch von Wendt und Kühn, Grünhainichen und Seifen. Aber die Abteilung kommt erst noch. Jetzt kommen die paar hundert verschiedene Räuchermänner. Und hier haben wir einen Räuchermann mit Sachsenflagge. Vielleicht auch bald mit der Flagge der Freien Sachsen. Weil wir sind hier im Sachsenkanal, Sender Freies Sachsen. Und natürlich im Sachsenkanal, Sender Karl-Marx-Stadt und Sender Chemnitz. Ah, jetzt haben wir schon den Bereich. Tresor Franz Jäger, Olsenbande, Yvonne. Oh, hier fehlt die Hälfte. Die stehen wahrscheinlich jetzt woanders. Ich habe sie davor noch gesehen, ein Kjeld und Benny und Bürge und ein Egon. Jetzt habe ich auch einen Überblick verloren. Jetzt hätten wir das bald noch vergessen. Es gibt auch eine eigene Gaststätte, wo regionale Produkte angeboten werden und wo mehrere Köche kochen. Es gehört also alles zum Weihnachtsland mit dazu. Das gab es früher nicht. Wo ich das letzte Mal da war, war das noch nicht da. Und jetzt haben wir noch die Gaststätte, wie gesagt. Und einen Außenspielplatz. Überall glitzern und funkeln wie zu Weihnachten.